Da, beim Leuchtturm. Ja, das muss es sein. Moment, es scheint niemand an Bord zu sein. Vielleicht hat der Saurier alle gefressen. Vielleicht hat Billy alle gefressen. Sieh an, sieh an. Das Glück ist mit den Tapferen. Du Arsch. Hey, Dad! Und ich dachte, ich sei auf alles vorbereitet. Hab aber nicht mit unserer kleinen Diebin hier gerechnet. Nicht schlecht, Jess. Nicht schlecht. Und ich war mir sicher, dass ich mein Ticket von dieser Insel auf dem Meeresboden beerdigt hatte. Aber siehe da. Ihr schlüpfrigen Scheißkerle habt überlebt. Halt, 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 halt. Seid ihr da unten rausgeschwommen? Sie Mistkerl. Was werden Ihre Bosse denken, wenn sie erfahren, dass Sie uns ermorden wollten? Aber davon werden Sie nichts erfahren. So oder so werdet ihr Ihnen davon nichts erzählen. Ich weiß einfach nicht, wie wir an diesen Punkt gelangt sind, Nima. Du warst die Letzte, von der ich dachte, ich könnte ihr noch vertrauen. Du hast es ja zunächst nicht eingesehen, aber wir hatten dann doch einen für beide Seiten vorteilhaften Deal. Aber jetzt habe ich nicht mal mehr den. Alles, was mir bleibt, ist dieser verdammte Behälter. Her damit, Fräulein. Yeah, Nima. Netter Versuch. Hat fast wehgetan. Oh oh. Suchen Sie das hier? So muss das nicht laufen. Wir werden uns küssen und versöhnen und dann den Gewinn teilen. So wie geplant. Nee, vielleicht auch nicht. Ich bereue, dass ich Sie nicht sofort durchsaut habe. Ich hätte uns allen eine Menge Ärger erspart und Ihnen sofort in den Arsch getreten. Yeah, du, gar nicht Nima. Mal so übel. Komm schon, Nima. Du bist doch ein Söldner, genau wie ich. Du musst auch deine Rechnungen bezahlen. Sind die beiden das wirklich wert? Es geht nicht mehr ums Geld. Ich bin nicht wie sie. Sie sind nicht mehr wert als ich. Es geht nicht mehr ums Geld. Es geht nicht mehr ums Geld. Ich werde nicht zulassen, dass Sie diese Leute verlassen. Genug geredet. Kommen Sie nur her. Oh, Nima. Was kloppt er sich überhaupt mit einer Frau, oder? Weiß auch nicht. Ich meine, sie ist ja ein Söldner. Oh, das hat nicht geklappt. Autsch. Komm, Nima, komm! Oh. Mal eben den Kopf gebrutzelt. Komm hoch, 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 hoch. Nima, komm! Wie, sie hat es nicht geschafft. Na also, ist das das kleine Ding? Ich hab gedrückt wie eine Bekloppte. Wie war das? Ich kann es haben. Warum plötzlich so großzügig? Ja, das war jetzt gemein. Ich habe wirklich sehr schnell gedrückt. Und sie hat es trotzdem nicht geschafft. Willst du die Heldin spielen? Jess. Du willst unseren Deal brechen. Spürst du das? Oh mein Gott! Schluss damit! Du suchst dir neue Freunde! Yoda! Und Nima, ich mag es. Vielleicht solltet ihr gerade mal etwas mehr aufpassen.
mal wieder. Darin ist Jess ja schon geübt. Mima! Nein! Jetzt? Freiwillig sterben. Ich will nicht, dass niemand stirbt. Ich möchte lieber sterben. Ich mach das jetzt nochmal. Ich hoffe, das kommt jetzt nochmal. Sonst mache ich kurz einen Cut und mach das alles nochmal. Und dann sehen wir uns gleich wieder, dass Nima so nett ist und ihr hilft. Das war Reflex. Ich wollte ja nicht, dass sie so stirbt. So, das Ganze nochmal. Hilft Jess und nicht die blöde Dose. Oh Gott. Kann ich das nochmal machen? Ich schaffe das immer fast und dann am Ende mache ich einen Fehler. Come on!
Ja. Ja. Der ist natürlich schneller. Ja, ob das so möglich ist, das weiß ich nicht. Hinter dem T-Rex mal ebenso davon zu hüpfen. Aber der Jerry, der schafft das. Ciao, T-Rex. Wuhu! Geschafft. Wir haben es geschafft. Glauben Sie mir, die Welt ist ohne diese Dose besser dran. Leute? Nicht ich, Jerry. Nicht meine Tochter. Leute? Nima, ich habe etwas versprochen. Ich werde mir was einfallen lassen. Kommen Sie mit uns nach Dallas. Wir werden einen Weg finden, Sie und Mariketa nach Savannah. Leute! Wie viel, sagten Sie, sind diese Embryos wert? Und das war's mit Jurassic Park The Game. Wow, wir haben es geschafft. Oh Gott, ich durfte das ganze Kapitel gerade eben nochmal spielen. Nicht nur wegen Nima, weil ich da die falsche Entscheidung getroffen hatte, sondern weil ich dann zuletzt halt nur die Szene ausgewählt habe und das Spiel halt automatisch speichert. Und das ist wie bei einem Wimmelbildspiel, man muss dann halt alles nochmal machen. In diesem Fall halt nur das Kapitel natürlich und nicht das ganze Spiel. Nur damit ich am Ende halt die Anschlusssequenz halt habe. Das ist echt anstrengend jetzt gewesen für die letzten paar Sekunden. Aber dafür seht ihr dann zumindest zuletzt die vollendete gute Form, wie ich sie gespielt habe. Vorher habe ich es ein bisschen mehr verkackt. Sowieso war es in diesem Spiel etwas schwierig. Teilweise, also ich glaube nicht nur, weil ich in Quicktimes nicht so geübt bin, sondern einfach auch, weil die Steuerung hier und da etwas gewöhnungsbedürftig ist und man ja, wenn man es blind spielt, wirklich nicht weiß, was als nächstes kommt. Und manchmal muss man super, super schnell die Tasten drücken, um zum Beispiel diesen Kreis voll zu kriegen oder auch diesen Kreis in der Mitte zu treffen. Ist überhaupt nicht so einfach. Man wird quasi immer so weggestoßen davon. Da muss man sehr feinfühlig irgendwie versuchen, da diesen grünen Balken voll zu kriegen. Aber so oder so, wir haben es geschafft. Die Embryos Dinger, ja, die sind zermatscht worden vom T-Rex. Das war's also mit denen. Keine Ahnung, ob der Jurassic Park jetzt so bleibt, wie er einfach ist. Oder die wollen ja jetzt eigentlich da diese Biobombe abwerfen oder was. Aber keine Ahnung, was daraus jetzt geworden ist. In 90 Minuten sollte das Militär ja einschreiten. Ja, das Militär ist aber halt nicht eingeschritten. Jedenfalls sind die nur 90 Minuten wahrscheinlich noch nicht um gewesen. Aber unsere Helden haben es geschafft. Man hätte Nima halt auch sich gegen die Gruppe wenden lassen können, aber das wollte ich halt nicht. Das war so ein Reflex, wo ich am Anfang gesagt habe, sie soll sich um die Embryonen kümmern und ich wollte aber dann doch, dass sie Jesse hilft. Ja, Jesse, die war irgendwie auch schwierig einzuschätzen hier und da. Frag mich, ob sie so ein bisschen hier ist wie Dingensbummens Junge aus The Walking Dead. Man mag sie oder man mag sie nicht, aber ganz so schlimm ist sie, glaube ich, nicht. Hier wieder die heroische Jurassic Park Musik. An sich war es ein sehr cooles Spiel. Wenn ich erstmal draußen war, dachte ich immer, ja, okay, jetzt kommen bestimmt wieder viele Dialoge. Aber wenn man erstmal wieder drinne war, dann ist es definitiv sehr spannend und sehr cool gemacht. So wie alle Telltale-Spiele, So wie alle Telltale-Spiele muss man halt zuhören, Entscheidungen treffen. Und es war halt auch klar, dass wieder einige Charaktere sterben, die, ja, man vielleicht vermissen könnte. In dem Fall war es ja nur ein kurzes Spiel. Bei The Walking Dead ist es dann doch immer ein bisschen fieser, sag ich mal, weil man sich etwas länger schon an die Charaktere gewöhnt hat und sie alle so ihre eigene Geschichte haben. In dem Fall hat man erst sehr spät von Nima erfahren, was eigentlich ihr Hintergrund ist. Und ob ihr sie mögt oder nicht, könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, so wie alles andere auch, wie ihr das Spiel fandet. Ich weiß nicht so richtig, was ich von Nima halten soll. Eigentlich fand ich sie über das Spielen jetzt nicht so unbedingt sympathisch, weil sie halt erst Jesse total bedroht hat und alle und dann am Ende entscheidet sie sich doch um und macht einen auf, ach, ich bin ja doch die gute Mutter und Jesse ist ja wie meine Tochter, die muss ich jetzt beschützen, also ein bisschen wankelmütig irgendwie, aber ist halt so, es war ja klar, dass sie sich noch vielleicht umentscheiden könnte. Ja, was gibt es noch zu sagen? Die Grafik fand ich eigentlich gar nicht so schlecht vom Spiel und es war, wie gesagt,
sehr kurz, je nachdem, wie lange man halt auch die Parts macht. Aber in dem Fall fand ich es völlig in Ordnung. Es hat Spaß gemacht. Vielleicht auch gerade, weil es jetzt nicht so ein endlos langes Spiel war. Eigentlich würde ich mich sogar noch über einen zweiten Jurassic Park Telltale Game Teil freuen. Aber ich glaube, so viel kann man aus dem Genre, aus dem Inhalt von Jurassic Park einfach auch nicht so super viel rausholen. Das merkt man ja auch an Jurassic World, den Film. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt, aber irgendwann muss man sich halt neue Situationen einfallen lassen, die kritisch sind. Aber es geht halt eigentlich immer darum, dass Menschen versuchen zu entkommen und dass die Dinosaurier nicht einschätzbar sind. Dann passiert doch irgendein Systemfehler oder irgendwas anderes und zack ist der Dino frei, wie jetzt beim T-Rex auch. Aber genau darauf habe ich mich halt auch gefreut. Das macht für mich Jurassic Park auch aus und das haben sie hier in diesem Spiel halt auch sehr, sehr gut übermittelt. Also ich finde es gut, dass sie da jetzt nicht irgendwie was komplett anderes als Jurassic Park, wie man es aus dem Film halt auch kennt, gemacht haben, sondern es wirklich das auffasst und halt, als würde es so nebenbei, neben den ersten Teilen so nebenher spielen, finde ich ziemlich, ziemlich cool. Wie gesagt, würde mich eigentlich sogar über noch einen weiteren Teil freuen, aber dann müsste man halt auch wieder überlegen, was kann da weiteres passieren. Dr. Sorkin ist sehr schnell. Kurz und schmerzlos ist sie davongegangen. Ich habe da echt was Dramatischeres erwartet, aber war auch irgendwie klar, dass sie dabei drauf geht. Hätte mich nicht gewundert, wenn sie vielleicht nochmal so die Embryonen festgehalten hätte und gesagt hätte, irgendwie kümmert euch um sie, sie sind das Überbleibsel, keine Ahnung. Prinzipiell bin ich auch dafür, dass man ja auch Verantwortung übernehmen sollte in so einem Jurassic Park und wenn wir Menschen diese Dinosaurier jetzt freigesetzt hätten, wenn es jetzt wirklich so wäre, dann ja, müssen wir natürlich die Verantwortung tragen. Braucht man sich nicht wundern, wenn es schief geht. Aber wenn sie schon mal da sind, würde ich sie jetzt auch nicht einfach alle töten wollen auf so einer Insel. Ist aber halt schwierig, weil sie sind halt so wahnsinnig groß und viel schwerer zu bändigen als natürlich jetzt irgendwelche Zootiere oder so. Ist klar. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wie gesagt, wie ihr es fandet. Würde mich freuen. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Und ich glaube, darauf freut ihr euch auch schon. Ich verrate aber nicht was. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Da ist mir noch was eingefallen, für den Fall, dass es euch interessiert. Ich habe die letzten beiden Tagebuchseiten noch nicht gelesen gehabt. Ich kann die nochmal eben vorlesen. Für alle anderen ist das Spiel natürlich jetzt vorbei. Ich mache das nochmal eben für die, die es interessiert. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir waren. Wir waren bei Seite 14, glaube ich. Dann sind wir jetzt bei Seite 15. Mosasaurus, Echse von der Mars. Habe endlich herausgefunden, was John für seine Meeresausstellung in petto hat. Ein Mosasaurus. Er ist eine Attraktion der Phase B und deshalb nicht auf der Liste. Das erste Exemplar ist offenbar lebensfähig und ist schon für das Brutbecken zu groß geworden. Eigentlich wäre ich ja stocksauer, weil man mich nicht einbezogen hat, aber ich bin so aufgeregt, dass mir selbst das egal ist. Ein Mosasaurus, der Spitzenprädator der Unterwasserwelt der Oberkreide, mit einem zweigelenkigen Kiefer, mit dem er große Beutetiere verschlingen konnte, in einer Größe von bis zu 15 Metern je nach Gattung, das wird großartig. Ich hoffe nur, dass die Anlage groß genug ist für ein natürliches Habitat. Ja, und wenn das nicht reicht, dann haben wir ja noch das normale Meer. Da kann er ja einfach losschwimmen und ein paar Orcas oder so essen. Oder Buckelwale, wie Jerry so schön sagte. Es braut sich ein Sturm zusammen. Ich spüre das, so wie ich es als Kind gespürt habe, wenn ein Tornado kam, damals in Arkansas. Ray wird wahrscheinlich eine Evakuierung veranlassen. Ich weiß noch nicht, ob ich die Insel verlassen werde. Wir sind hier sicher und jemand muss sich um die Parasaurier kümmern. Und außerdem stehe ich kurz davor, Wus grausame Lys-Inkontingenz umzukehren. Wenn ich das geschafft habe, wird sich alles zusammenfügen. John wird klar werden, dass er diese Tiere und mich nicht unter Kontrolle hat. Und Isla Nublar wird zum Naturreservat, ein richtiges Habitat, ein Zuhause. Das war die letzte Seite von ihr. Mir ist auch noch was eingefallen, zwar nicht in diesem Zusammenhang jetzt, aber Billy, der hätte auch, als der T-Rex ihn angegriffen hat, das wollte ich auch noch sagen, da hätte er doch locker auch noch ins Wasser springen können. Ich verstehe nicht, wie man so dumm sein kann, wenn einem da so ein Riesenvieh verfolgt. So, okay, meint er jetzt, er muss die Embryonen sich noch holen. Aber wenn man mal darauf achtet bei der Szene, ich weiß jetzt nicht, wann ihr das seht, in diesem Part oder in dem davor, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn man da genau hinguckt, dann hätte er locker einfach vor sich ins Wasser springen können. Sogar unter dieses Holzdingens und der T-Rex hätte ihn niemals bekommen. Und es hätte ihm ja auch egal sein können an seiner Stelle, was mit den anderen passiert. Aber er hätte es locker schaffen können. Genauso wie manche andere auch. Das war ein bisschen dusselig von denen. Aber gut, das nochmal so zum Abschluss. So, jetzt habt ihr die letzten Tagebuchseiten auch noch gesehen. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns und hören uns. Bis dann.